Diese Systeme wurden hauptsächlich für eine vollständige Grundreinigung entwickelt. Was auch immer das unaussprechbare südamerikanische Zeug oder mit einem LSD oder mit einer Droge oder was auch immer. Wenn du mit deinen Augen geschlossen, ohne deinen Verstand durcheinander zu bringen, einfach sitzt, wirst du Millionenfaches von Ayahuasca werden. In Südamerika benutzen die Schamanen etwas, das Ayahuasca genannt wird. Kannst du uns etwas darüber erzählen? Nun, du musst verstehen, was die Urvölker taten, hatte eine mehrfache Absicht. Wenn, es ist nicht nur in Südamerika, es gibt solche Dinge auch in Indien, welche von vielleicht nicht dieselbe Spezies von Pflanzen, sondern von einer anderen Natur sind, sodass ein völliges Säubern geschieht. Dies war sehr wesentlich für Menschen, die in Wäldern lebten. Weil wenn du in einer Natur lebst, nehmen wir an, du gehst raus und lebst in einem Dschungel, die Menge an Parasiten, welche in deinem Körper leben, wird sich vervielfachen. Die Vielfalt und Anzahl wird um ein Vielfaches multipliziert. Kürzlich gab es eine Studie, die veröffentlicht wurde, welche besagt, dass es eine bestimmte Art Parasit gibt, der hauptsächlich in dem Kot der Katze vorkommt. Wenn du mit Katzen gespielt hast und Katzenkot um dich war, ist es sehr gut möglich, dass dieser Parasit in dir ist. Das ist nicht der einzige. Wenn du dies wirklich unter dem Mikroskop anschaust, gibt es viele, viele Parasiten, viele von ihnen. Also sobald du in der Natur lebst, den natürlichen Elementen ausgesetzt, wird die Anzahl von Parasiten, welche im Körper lebt, stark vergrößert. Manche Parasiten können lebensgefährlich sein, manche Parasiten können dem System Schaden zufügen, aber die meisten anderen nicht. Sie ernähren sich von dir und sie tragen auch etwas bei. Also bekämpft sie der Körper nicht zu sehr und es geht weiter, die Affäre geht weiter, ohne dass du davon weißt. Es ist okay. Aber über eine gewisse Zeitspanne, wenn ihre Zahlen sich vergrößern, müssen sie gesäubert werden. Also diese Systeme waren hauptsächlich entworfen für eine vollständige Grundreinigung. In Indien haben wir verschiedene Methoden, wo nicht immer mit halluzinogenen Substanzen, aber es gibt auch Mixturen mit halluzinogenen Dingen, wo es ein vollständiges Entleeren ist. Weil in Indien wir glauben nicht daran, es hochzubringen. Wir wollen es hinunterpumpen. Also hat es Systeme, mit denen, wenn du Wasser trinkst, nach 2 Stunden wird nur reines Wasser herauskommen. In diesem Ausmaß wird dein ganzer Ernährungstrakt einfach gründlich gesäubert. Dies ist etwas, was regelmäßig mit allen von uns gemacht wurde, während wir aufwuchsen. Einmal im Monat mussten alle eine komplette Entleerung machen. Sie glaubten nicht, dass es ohne dies jemals Gesundheit geben wird, weil das war eine Weise, jegliche Art von Parasit, der sich vermehren könne, Hand zu haben. Nicht alle Parasiten sind in der Form von Würmern oder Bandwürmern oder Rundwürmern oder was auch immer. Es gibt Parasiten, die du nicht sehen kannst, sie sind mikroskopischer Natur. Du kannst sie nicht sehen, aber sie existieren. Aber um sie zu säubern, und die maximale Anzahl Parasiten leben normalerweise in deinem Verdauungstrakt. Und es gibt die Blutparasiten und die Zellparasiten, aber es gibt einen Weg, sie zu beeinflussen. Dies sind alles Verwandte. Die Parasiten brauchen ein eigenes Ökosystem. Wenn du die Präsenz von Parasiten in deinem Verdauungstrakt vollständig entfernst, können die anderen Parasiten nicht existieren, außer einige wenige. Andere können nicht existieren, weil sie ein Ökosystem ihrer eigenen Art benötigen. Also um das Ökosystem regelmäßig zu zerstören, war es Teil des Lebens der Urvölker, sonst wurden die Menschen langsam krank oder träge und starben früh. All diese Dinge geschahen früher. Damit einher geht auch eine Reinigung des emotionalen und psychologischen Rückstaus, der sich im Menschen aufbaut. Aber sobald du äußere Chemikalien oder Substanzen verwendest, um diese Dinge zu tun, auf gewisse Weise wirst du davon abhängig. Oder in gewisser Weise wirst du auf diesen Prozess beschränkt. Aber wenn irgendjemand glaubt, dass er zu Bewusstsein gelangen wird, indem er seinen Verdauungstrakt entleert, braucht er eine andere Art von Behandlung. Okay?
Ja, es säubert gewiss das System. Es macht bestimmte Dinge möglich. Menschen verwenden halluzinogene Wege, um bestimmte Dimensionen zu eröffnen, welche vor allem okkulter Natur sind. Dies ist der Grund, warum sowohl in Nordamerika als auch in Südamerika das Okkulte auf eine große Weise sich entwickelte, weil sie andere Arten von Hilfen nutzten, um sich zugänglich für gewisse Möglichkeiten zu machen. Ich möchte, dass du verstehst, nur um ein wenig Raum zu finden im Chaos deines Intellekts, entweder mit was auch immer das unaussprechbare südamerikanische Zeug, oder mit LSD, oder mit einer Droge, oder was auch immer sonst. Es ist nur ein zeitlich begrenzter Zugang. Und die meiste Zeit mag dies dich völlig gelähmt zurücklassen, weil ein Zugang zu einer höheren Erfahrung und danach wieder zurück auf den Grund, du wirst zerbrechen. Das ist gerade so, wie wenn du, sagen wir mal, 10 Millionen Dollar im Jahr verdienst, und du bist es gewohnt, 10 Millionen Dollar im Jahr auszugeben. Plötzlich, im nächsten Jahr, bekommst du nur 1 Million. Und du wirst zerbrechen, weil du nur 1 Million hast. Für eine ganze Menge Menschen ist es ihr Traum, diese 1 Million zu haben. Also, wenn du aufsteigst, ohne es zu verdienen, indem du den Verstand mit Chemikalien brichst, irgendwie bist du zu einer Erfahrung gekommen, und dann bist du heruntergekommen, wirst du sehen, du wirst viel miserabler sein als jemals zuvor. Ich habe ihnen in Indien gesagt, die Menschen haben sich beschwert, Sadhguru, du magst Babas Bandhanas nur in Amerika, du machst es nicht in Indien, du musst wenigstens eines in Indien machen. Dann sagte ich, für all jene von euch, welche bereits das BSP Minimum 3-mal gemacht haben, ich werde euch ein super BSP geben. Das Einzige ist, für jeden Teilnehmer brauchen wir 3 Freiwillige. Denn du musst einen Eimer für jeden von ihnen tragen, denn sie werden kotzen. Ich hoffe, sie machen nicht das andere Ding. Und sie werden ausflippen. Du musst sie zum Mittagessen tragen. Sie werden nicht wissen, wie man isst. Du wirst sie füttern müssen. Du wirst... Dies ist, was in deiner südamerikanischen Behandlung geschieht, okay? Du wirst nicht wissen, wie etwas zu machen ist. Du bist irgendwie überall. Jemand muss dir Wasser in den Mund tun, jemand muss dich zur Toilette bringen, weil sonst wirst du es überall machen. Wir können so ein Super-BSP machen, ohne ein Kraut, ohne Chemikalie. Wir können diese Dimension von dir ausreizen, welche enormes Entleeren auf allen Ebenen auslöst. Aber verwechsle das nicht mit Bewusstsein. Ja, es gibt dir eine gewisse Erleichterung, aber es bringt dich nirgendwo hin. Aber die Leute sagen, es sei eine Abkürzung, die es ihnen erlaubt, intensive spirituelle Erfahrungen zu machen. Zuallererst ist es eine Abkürzung. Es ist ein sehr langgezogener Prozess von endlosem Kotzen und wortwörtlich deine Eingeweide rauszubringen. Ich spreche von einer Abkürzung. Wenn du mit deinen Augen geschlossen, ohne deinen Verstand durcheinander zu bringen, einfach sitzt, wirst du Millionenfaches von Ayahuasca werden, okay? Wenn du nur lernst, wie du deinen Verstand nicht durcheinander bringst, das ist alles. Also, jemand will eine Chemikalie hineintun und deinen Verstand komplett abschalten und dir eine Erfahrung geben. Sieh, bitte verstehe, du läufst auf der Straße. Wenn wir einen Stock nehmen und dir auf den Kopf schlagen, das wird dir auch Erfahrungen geben, weißt du? Nein, nein, nein. Ich sage das nicht nur wegen dem Schmerz. Menschen gehen durch verschiedene Ebenen von Halluzinationen, wenn sie bewusstlos sind. Manche Menschen haben angenehme Erfahrungen, manche Menschen haben sehr unangenehme Erfahrungen. Dasselbe geschieht auch mit dieser südamerikanischen Behandlung. Manche Leute haben eine solch schlechte Erfahrung, dass sie nie wieder dorthin wollen, andere Leute mögen es. Also sogar wenn du deinen Kopf an die Wand schlägst, kann es geschehen. Weil alles, was es braucht, ist, dass du außerhalb deiner Erinnerungssphäre bist. Das ist alles. Du bist immer noch bewusst, aber du bist aus deiner Erinnerungssphäre. Du wirst explodieren. Also wie trennst du dich von deinem Gedächtnis? Sollen wir es mit Chemikalien machen oder sollen wir es mit Bewusstsein machen? Das ist die einzige Wahl, die wir haben. Entweder können wir es mit Hingabe oder mit Intensität der Emotion oder Energie oder Bewusstsein machen. Wir können das machen. Nun, Chemikalien, wenn wir sie auch gebrauchen, Leute haben LSD benutzt und sich fantastisch gefühlt, okay? Sie verbürgen sich dafür. Du bist ein wenig zu spät. Ich komme von einer Zeit, als alle um mich herum drauf waren, okay?
Aber ich war auf etwas anderes, was alle von ihnen wollten. Weil sie wussten, sie kommen hoch und kommen wieder runter. Ich bin immer so. Also die Frage ist einfach folgende. Was von innen geschehen muss, wenn du es von außen herausziehst, glaubst du, dass es keine Konsequenzen haben wird? Hallo? Sieh, wir können eine Sache machen. Du isst Nahrung. Es wird Zeit brauchen, sie zu verdauen. Also ziehen wir deinen Magenbeutel heraus und machen tschu-tschu-tschu-tschu. Verdauung geschieht schnell und wir tun es zurück. Es ist ein guter Trick. Aber denkst du, es wird keine Konsequenz haben? Das ist alles, was du versuchst zu tun. Also du kannst... Sieh, die Leute versuchen immer eine Philosophie, um diese Dinge, von denen sie abhängig sind, zu weben. Du willst deine Abhängigkeit als Bewusstsein hochhalten. Das ist das ganze Problem. Jeder hat eine Philosophie. Du fragst einen Trunkenbold, um zu sehen, warum er trinkt. Er hat eine tiefgründige Philosophie, weswegen er ein Trunkenbold ist. Ja oder nein? Frag sogar einen Dieb, warum er ein Dieb ist. Er hat seine eigene Philosophie dazu, warum er ein Dieb ist. Jeder hat eine Philosophie, wenn er seinen Unsinn machen will. Es gibt einen Unterschied zwischen Philosophie, es gibt einen Unterschied zwischen physischen Dimensionen des Lebens. Chemie ist nur eine physische Dimension auf eine gewisse Art. Und es ist ein großer Unterschied zwischen all diesen Dingen und erleuchtet zu werden. Es ist ein völlig anderes Ding.